Kapitel 1.2.3 betrachten wir wieder eine Raumkurve, also einen Ortsvektor r, der von einem Parameter t abhängt. Und wir überlegen uns jetzt, was man unter dem sogenannten Bogenelement versteht. Und zwar unterscheiden wir hier ein vektorelles und ein skalares Bogenelement. Zunächst das vektorelle Bogenelement zu einem bestimmten Zeitpunkt t. Beschreibt eben der Ortsvektor r von t genau diesen Punkt hier. Und zu einem etwas späteren Zeitpunkt r von t plus Delta t haben wir uns eben weiter bewegt. Also das wäre jetzt ein Vektor r von t. Und zu einem späteren Zeitpunkt r von t plus Delta t oder dt haben wir uns jetzt hier ein Stück weiter bewegt. Und genau diesen Unterschied hier, das nennt man jetzt das vektorelle Bogenelement. Ich zeichne das jetzt hier noch schnell ein. Das heißt, dieser Vektor hier, das wäre das Bogenelement, das vektorelle Bogenelement dr. Also, wir haben das vektorielle Bogenelement. Dr, wie berechnen wir das? Dazu benutzen wir ein Ergebnis aus der Differential- und Integralrechnung, nämlich das ist eigentlich nichts anderes als das totale Differential dieser Abbildung. Also dr nach dem Kurvenparameter t abgeleitet mal dt. Das wäre in vektoreller Schreibweise. Und wir kennen, dass das hier, dieser Vektor, nichts anderes ist als der Geschwindigkeitsvektor oder R-Punkt. Das heißt, wir können schreiben dr als Vektor v, t oder R-Punkt Vektor dt. Oder in Koordinatenschreibweise dxi ist gleich x i Punkt dt oder eben vi dt. Ja, das wäre das vektorielle Bogenelement in Koordinatenschreibweise und in symbolischer Schreibweise. Was versteht man dann unter dem skalaren Bogenelement? Bezeichnen das skalare Bogenelement mit ds und definieren das einfach als der Betrag des vektorellen Bogenelements, also dr-Betrag. Und das ist nichts anderes als dr mal dr, die Wurzel daraus, ja. So wie man halt einen Betrag eines Vektors berechnet. Wenn wir jetzt hier einsetzen für dr, dann steht hier unter der Wurzel v dt Skalar multipliziert mit v dt. Und das ergibt nichts anderes als dt taucht hier zum Quadrat sozusagen aus. Aus dem können wir dann die Wurzel ziehen und es bleibt unter der Wurzel stehen v mal v dt und das ist aber nichts anderes als der Betrag des Vektors v, für den wir auch einfach kurz einfach nur v schreiben können. Das heißt, wir finden den wichtigen Zusammenhang. ds ist gleich v. Wichtig ist eben, dass hier der Betrag der Geschwindigkeit eingeht. Oder wir können es natürlich auch in wenn wir diese Betragsbildung hier in in Koordinatenschreibweise angeben, dann würden wir jetzt hier schreiben, dr, schreiben wir aus dxi, dxi über den gemeinsamen Index wird hier summiert, hoch ein halb oder die Wurzel eben draus gezogen und das ergibt sich zu, setzen wir hier ein, xi Punkt dt. Xi
Punkt dt. Daraus können wir wieder die Wurzel ziehen und wir haben eine andere Form kennengelernt, wie wir das skalare Bogenelement berechnen können. Wozu brauchen wir die beiden Größen, das vektorelle und das skalare Bogenelement? Sie werden dann sehen, in einer der nächsten Vorlesungen zum Beispiel ein Integral eines Kraftfeldes entlang einer Kurve ergibt dann die Arbeit, die geleistete Arbeit. Also das wird in der Physik wichtig sein, solche Arbeitsintegrale des Weges aufintegriert. Dazu brauchen wir eben das vektorelle Bogenelement. Das skalare Bogenelement kann man dazu benutzen, um die Längen von Kurven zu berechnen. Ja, wenn ich jetzt hier diesen Zusammenhang hier S, Entschuldigung, ds ist gleich, schreiben wir hier hin, hier v wird im Allgemeinen natürlich eine Funktion des Parameters t sein. Wenn ich jetzt hier diese Beziehung integriere, dann bekomme ich die Weglänge s wird dann das Integral über die Betrag der Geschwindigkeit mal dt. Und insbesondere können wir dann diesen Zusammenhang auch benutzen. Wir bekommen dann ja hier raus, die Weglänge wird dann eine Funktion des Parameters t. Im Prinzip können wir dann, wenn wir dieses Integral lösen können und diese Funktion kennen, können wir dann diese Funktion auch invertieren, bekommen dann t als f hoch minus 1 von s und können dann anstelle von r von t können wir dann einen neuen Parameter einführen und bekommen die beschreiben die Kurve durch diesen Bogenparameter s. Man nennt s auch den Bogenparameter r von s. Und manche Beziehungen, die wir dann in nächster Stunde kennenlernen werden, in Bezug auf Torsion, also Krümmung und Torsion einer Kurve, lassen sich mit diesem Parameter s besonders einfach ausdrücken. Vielleicht machen wir dazu jetzt noch ein Beispiel. Nehmen wir eine Kurve. Eine Kurve sei gegeben durch folgende Beziehung: r von t ist der Vektor, die ite Koordinate des Vektors in dem Koordinatensystem, das wir jetzt gerade betrachten, ja, sei gegeben durch folgenden Zusammenhang, nämlich 3 Cosinus t, 3 Sinus t und 4 t. Das wäre wieder eine Schraubenlinie in der XY-Ebene. Die Schraubenachse ist die Z-Achse. Ja. Und wir haben hier sozusagen einen Kreis in der XY-Ebene mit Radius 3, die sich hier nach oben windet mit der Windungszahl oder der Geschwindigkeit 4 sozusagen. Ja. Und jetzt wollen wir, gesucht ist das vektorelle Bogenelement und das skalare Bogenelement. Ja, beginnen wir mit dem vektorellen Bogenelement. Und was wir dazu brauchen, ist auf jeden Fall mal der Geschwindigkeitsvektor. Das heißt, wir berechnen uns die Ableitung von r nach dem Parameter t. Betrachten jetzt hier wieder die ite-Koordinate diesem Ausdruck. Und leiten sozusagen komponentenweise hier nach t ab und erhalten hier minus 3 Sinus t, 3 Cosinus t und 4. Und damit sind wir eigentlich schon fertig und können so das vektorelle Bogenelement angeben zu, schreiben wir es noch hin, v d t, beziehungsweise die ite-Koordinate ist dann eben einfach gegeben durch minus, durch diesen Vektor 3, minus 3 Sinus t,
Kosinus T 4 dt. Das ist schon unser Ergebnis für das vektorelle Bogenelement. Das skalare Bogenelement ds, dazu brauchen wir ja den Betrag der Geschwindigkeit. Dazu rechnen wir uns hier den Betrag der Geschwindigkeit aus, v. Ja, der Betrag ist jetzt hier leicht berechnet, also 9 Sinus Quadrat t plus 9 Cosinus Quadrat t plus 16 und die Wurzel ergibt, da haben wir Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ergibt 1, das heißt, da haben wir 9. 9 plus 16, 25 und in dem Beispiel kann man jetzt hier leicht die Wurzel ziehen, ergibt sich dann 5. Das heißt, unser skalares Bogenelement ist in dem Fall einfach 5 dt. In dem Fall können wir jetzt hier ganz leicht auch den Bogenparameter s berechnen, nämlich wir integrieren jetzt hier einfach ds, gibt also das Integral von 5 dt, nachdem das hier einfach eine konstante Geschwindigkeit, der Betrag der Geschwindigkeit ist eine Konstante, ergibt das Integral hier einfach 5 t. Und die Funktion, die lässt sich hier ganz leicht invertieren. Das bekommen wir jetzt hier t ist gleich s Fünftel. Diese Invertierung und also die Integration und Invertierung dieser Beziehung s als Funktion von t drückt man dann t als Funktion von s aus. Die ist nicht immer so einfach, ja. Aber prinzipiell kann man das immer machen. Für dieses Beispiel geht es besonders einfach. Und jetzt könnte man, um das noch abzuschließen, jetzt könnte man unsere Kurve anstelle als Funktion von t als Funktion von s ausgeben, indem wir einfach t durch s Fünftel ersetzen und bekommen dann folgendes Ergebnis raus. Die drei Koordinaten wären dann 3 Cosinus und statt t schreibe ich halt jetzt s Fünftel 3 Sinus von s Fünftel und anstelle von 4t steht dann halt 4 Fünftel s. Ja, diese Beziehung ist deshalb wichtig, wie schon erwähnt, wird dann wichtig im nächsten Kapitel, indem wir uns mit dem orthogonalen, begleiteten orthogonalen Dreibein von Kurven beschäftigen, wo eine Darstellung der Kurve als Funktion dieses Bogenparameters zu besonders einfachen Ergebnissen führt. Skriptum finden Sie im Prinzip die ganz analoge Rechnung für ein ähnliches Beispiel. Es sei nur erwähnt, jetzt an der Stelle analoge Darstellung wieder der Kurve R von S. Könnt genau das Ergebnis genauso gut ausdrücken als 3 Cosinus von S Fünftel mal dem ersten Einheitsvektor x-Richtung plus 3 Sinus von S Fünftel E2 plus 4 Fünftel S E3. Ob Sie jetzt die Rechnung in dieser Form durchführen oder in Koordinatenform durchführen. Am Ende kommt natürlich das Gleiche raus. Was Sie bevorzugen, ist letztendlich Geschmackssache.